Ich möchte diesen Konvertierer hier nach vorne rufen. Wir wollen nicht immer, dass dieselben predigen. Sonst wird man sagen, ach, immer dasselbe predigen. Wir haben Brüder hier, die auch vielleicht nicht unbedingt predigen, aber sie sind auch da. Den Bruder Richard habe ich nach vorne gebeten. Sein Dienst wird auch vorbereitet. Und bei Bruder Thierry ist es auch so. Und Gott durch seine Gnade haben wir den Bruder Thierry hier ausgebildet. Und heute kann ich euch sagen, das ist jemand, der hat was. Es geht nicht darum, Menschen zu erheben. Sondern wenn Gott im Leben eines Menschen Gutes tut, sollen wir das erkennen. Der Bruder Thierry war in einer deutschen Versammlung. Ich komme aus einer deutschen Gemeinde. Um genau zu sagen, ich war in der Missionsgemeinde in Göppingen. Je venais dans une assemblée allemande à Göppingen. Donc, ça s'appelait es hieß Missionsgemeinde. Und dort. Ça s'appelait une mission. Bin ich, also mehr als ein Jahr war ich dort. Et j'ai vécu là-bas plus d'une année. Aber ich weiß nicht, was ich dort bekommen habe. Mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai reçu là-bas. Und als ich den Bruder Shora das erste Mal gesehen habe. Et quand j'ai vu la première fois le frère Shora. Das war in Allen. C'était à Allen. Und als ich alle so Wunder live gesehen habe. Et quand j'ai vu moi-même avec mes propres yeux tous ces miracles. Alles was er gepredigt hat. Tout ce qu'il a prêché. Ich war erstaunt. J'étais vraiment surpris. Und der Geist sagte mir. Et l'esprit m'a dit. Warum staunst du? Pourquoi tu es étonné? Das ist, wenn man Gottes Kind ist, das ist die Normalität. Quand tu es enfant de Dieu, c'est normal. Diese Werke sollen dich begleiten. Ces œuvres doivent t'accompagner. Und als ich zurück in meine Gemeinde war, gegangen bin. Et après la conférence, allez, quand je suis rentré dans l'assemblée. Hatte ich das Gefühl, hier schlafe ich ein. J'ai l'impression que je m'endormais. Ich konnte nicht mehr zuhören. Je ne pouvais plus suivre. Das war einfach unerträglich. Parce que c'était insupportable. Und dann haben wir uns in Frieden verabschiedet. Et on s'est séparés dans la paix. Wir haben auch erstmal, was wir glauben, vorgezeigt. On a aussi présenté notre foi, mais à quoi on croit. Dass Gott noch lebt. Que Dieu existe encore. Was in der Bibel steht, dass es noch möglich ist. Et ce qui est écrit dans la Bible, que c'est encore possible aujourd'hui. Aber sie haben gesagt, ihr wisst, was wir glauben. Mais eux m'ont dit que vous savez ce qu'on croit. Ihr wisst, wie wir funktionieren. Vous savez comment on fonctionne ici. Wenn ihr bleiben wollt, so bleibt. Si vous voulez rester, adaptez-vous. Wenn nicht, dann müsst ihr gehen. Si vous voulez pas, là, vous êtes obligé de partir. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Wir waren erstmal zu Hause. Et on a commencé d'avoir la raison. Aber zum Glück hat Gott erlaubt, dass wir den Bruder Liam. Mais comme Dieu est bon, il a permis qu'on puisse rencontrer le frère Liam. Den Bruder Patience. Le frère Patience. Den Bruder Bernard. Le frère Bernard. Und so habe ich. Wenig habe ich immer mehr was bekommen. Et c'est comme ça que petit à petit, je commençais à recevoir des choses. J'ai commencé à apprendre des choses. Yeah. Und ich glaube, wenn es bei mir passiert ist, je crois que si moi j'ai pu apprendre, umso mehr bei euch. Au plus, chez vous, ce sera possible. Gott schaut nur nach dem Herz. Dieu regarde sur le cœur. Weil manchmal, also das war schon hart. Parfois c'était vraiment dur, là, ja, das war wie sagt man, ein Wehr, bei der Bundeswehr, c'était comme une Ausbildung. Quand tu es au militaire,
Kommst du vor? Trägst du was vor? Tu viens, tu es obligé de passer, de faire quelque chose? Also du weißt erstmal nicht, dass du vortragen bist, dann... Déjà, tu es surpris, tu sais pas que tu dois partager. Musst du einfach vorkommen. Mais on te propose, ou on te dit de passer devant et de prêcher. Trägst du vor? Et tu partages. Und dann, du bist sicher, wow, das war, ich habe so gut gemacht. Et toi, tu es sûr, wow, j'ai donné mon meilleur. Und dann kommt Bruder Patience. Et après, Bruder Patience vient. Der sagt dir, nee, das ist nicht so. Et tu dis, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça que tu as fait. Dann bist du einfach gebrochen. Et là, tu es brisé. Und wenn du nicht demütig bist, si tu te humilies pas, dann wirst du sagen, wer ist er? Dann tu vas te dire, qui est cet homme-là? Warum kritisiert er mich? Pourquoi il me critique? Vor alle diese Leute. Devant tout le monde en plus. Ja, und du wirst keinen Fortschritt machen. Et comme ça, tu vas pas avancer. Aber wenn du einfach, wenn du demütig bist, et si tu te humilies, weißt, es ist für meine Gute. Et tu sais que c'est pour ton, tu dois savoir que c'est pour ton bien. Dabei lerne ich etwas. À travers cela, j'apprends. Dann wirst du immer Fortschritte machen. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Ja, weil alles, was ich weiß, parce que tout ce que je connais, ich kann nicht dafür ruhen. Je ne peux pas me glorifier ça. Weil ich habe es von Gott parce que bekommen. Je suis du Seigneur. Amen. Wieso sollte ich mich jetzt ruhen? Pourquoi je veux me glorifier? Wenn du solche Gedanken bist, si tu as ces genres de pensées, dann wirst du nach vorne gehen. Là, tu ne vas jamais arriver à l'avant. Einfach um uns zu ermutigen. Ça c'est pour nous encourager. Aber als erste möchte ich euch fragen, wer glaubt, dass Gott in sein Leben Pläne hat? Je voulais d'abord vous poser une question. Qui croit que Dieu a un plan dans sa vie? So wenig. Peu de personnes comme ça. Also ich glaube, wir alle. Je crois que nous tous. Wir alle glauben, dass Gott Pläne in unserem Leben hat. Je crois que tout le monde sait que Dieu a plan dans sa vie. Wir glauben, dass er gute Gedanken für uns hat. Et nous croyons qu'il a une bonne pensée pour nous. Und er will sie vollbringen. Et il veut les accomplir. Deswegen werden wir ein Buch lesen. C'est pour ça qu'on va lire dans un livre. Also wir haben auch den Namen mitgebracht, damit wir auch etwas lernen, dass wenn wir nach Hause gehen, dass wir zumindest eine Linie geschrieben haben. Und aus hier wird ein Buch erfolgt. Et puisqu'on va rentrer à la maison, on va écrire une phrase. Ok. Und bevor wir anfangen, wollen wir Gott bitten, dass uns bleibt. Avant de commencer, on va prier. Herr, wir danken dir für dein Gegenwart. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für alles. Herr, wir haben nur dich. Wir haben nur dich, Herr. Ohne dich sind wir nichts. Deswegen kommen wir zu dir. Kommen wir zu dir, Herr, demütig. Demütig, Herr, wir sind gar nichts. Wir sind nicht mal Staub von dir. Deswegen bitte wir dich an, Herr. Hilf uns. Öffne unser Herzen, dass wir verstehen, wie du uns liebst. Wie du uns liebst. Ja, Herr, ich glaube, du liebst uns. Deswegen sind wir hier alle. Bitte komm unter uns. Sei unsere Stärke. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Ich lese. Jeremia 29, Vers 11, ich lese im Namen Jesus. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Amen. Amen. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. Also, wir sehen da, ici on voit jemand spricht, que une personne parle. Die erste Frage, wer spricht da überhaupt? La question quand on s'est posé, c'est qui parle d'abord aussi? Wer spricht? C'est qui? Donc c'est ja, es ist Yahweh, der redet durch den Mund von Jeremia, dem Propheten. C'est Yahweh qui parle par la bouche de Jeremie, le prophète. Wenn wir lesen, ist es wichtig zu verstehen, überhaupt, was wir lesen. Comme on dit, c'est vraiment important de comprendre quand on lit, il ne faut pas seulement lire pour lire. Also déjà, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Amen. Das heißt, der Herr hat über jede von uns Gedanken. Der macht sich Gedanken. Der macht sich Gedanken. Il pense à nous, il a des pensées par rapport à notre vie. Alors, was ist ein Gedanke? Mais quelle est sa pensée? Was ist ein Gedanke? Quelle est sa pensée? Wer kann sagen, was ein Gedanke, ist? Qui peut nous dire qu'est-ce qu'il y a une pensée? En français, c'est un projet. En français, c'est un projet. Projet. Projet ou bien pensée, c'est quoi d'abord? Personne ne sait. Welche Gedanken, dass wir sagen, welche Gedanken der für uns hat, sondern dass man mir erklärt, das Wort Gedanken, was es bedeutet. C'est presque juste, moi je veux qu'on m'explique, qu'est-ce que veut dire le mot penser. Im Sinn von Projekt. Für mich ein Gedanke ist, wenn jemand einen Willen hat, was passieren soll. Also ein Willen ist ein Gedanke. C'est quand une personne a une volonté de faire quelque chose. Wenn ich mir Gedanken über etwas mache, dann heißt es, möchte ich, dass es auch so geschieht. Quand je pense, que je réfléchis par rapport à une chose, je veux que ça se réalise aussi. Letzte Antwort. Die dritte Antwort. Meine Meinung nach sind Gedanken alles, was uns beschäftigt. Alles, was wir damit beschäftigt sind. Tout ce qui nous occupe, je crois que c'est ça nos pensées. Wenn ich zum Beispiel kommen muss, dann mache ich mir Gedanken darüber, was brauche ich heute, was brauche ich dafür. Egal was ich machen muss, mache ich mir Gedanken dafür. Also ich beschäftige mich in der Zeit. Par exemple, si je veux préparer telle chose, je dois réfléchir, j'ai besoin de quoi pour faire ce plan-là. Also da sehen wir, dass Gedanken umfassen.
fassen, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Also was wir sagen in der Zukunft. Dans l'avenir. Das heißt, bin ich nach Stuttgart, zum Beispiel, bin ich nach Stuttgart? Nächstes Monat zur Konferenz gehen, dann fange ich schon mir Gedanken zu machen. Là, je commence déjà à réfléchir. Wie werde ich dorthin gehen? Comment je vais arriver là-bas? Wie das per Zug? Je vais venir avec le train. Auto? En voiture? Zu Fuß? Bien. Ja. Und ich überlege, wie schaffe ich das? Et je dois voir comment je veux, comment pourrais-je faire? Wie werde ich das zahlen? Comment je vais payer? Also, Gedanken sehen ist einfach alles, was wir in der Zukunft vorhaben. Und les pensées sont tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on veut faire dans l'avenir. Und das unser Text sagt uns, dass jemand über uns Gedanken hat. Le texte donne l'information qu'il y a une personne qui a des pensées pour nous. Also Yahweh, unser Gott, und Yahweh, notre Dieu, hat sich Zeit genommen, c'est pris de temps, über meinem Leben sich pour, Gedanken zu machen. Pour penser par rapport à ma vie. Über dein Leben. Par rapport à ta vie aussi. Über ihr Leben. Par rapport à votre vie. Ja. Also wir müssen wissen, dass alles, was in unserem Leben geschieht, tout ce qui va se passer dans notre vie, ist kein Frucht des Zufalls. C'est pas un hasard. Sondern jemand hat sich Gedanken drüber gemacht. Mais une personne qui a réfléchi par rapport à ça. Und wenn du das weißt, et si tu le sais, wird sich dein Blick ändern. Ton regard va changer. Wie du die Sache annimmst. Comment tu vas accepter, comment tu vas accepter la chose. Also, wir haben gesagt, dass die Gedanken sind, es ist einfach alles, was wir in der Zukunft haben. Und wir haben auch gesagt, dass Gedanken ist in Form von Projekt, wie ein Projekt. On a dit que les pensées sont tout ce qu'on a, on veut faire dans l'avenir, c'est aussi un projet. Ich frage euch, et je vous demande, wie baut man ein Auto? Comment fait pour construire une voiture? Geschieht das einmal, das Auto ist da. C'est seulement une fois comme ça et la voiture est là. Der Bruder sagt, wir machen einen Plan. Le frère dit qu'on va faire un plan. Besser gesagt, wir machen einen Plan. C'est-à-dire, on va planifier les choses. Wie wollen wir das machen? On va avoir un projet, comment on va le faire? Und wer sagt Planung, sagt auch Schritte. Und die Projekte sind ja aus diesen Etappen. Wenn ich mich nicht irre. Thank you.
Frage. Une question. Wie baut man ein Auto? Comment fait pour construire une voiture? Was kann die erste Phase sein? Quel le premier temps? Die Frage. Skizze machen. Für le dessin. Konzept. Zwei Set oder ein Set? Skizze. Also erstmal hat man als erstes hat man die Skizze oder die Konzept und als zweites diese Methode. Man müsste das Material dafür haben. Also Material? Aus was? Oder war das Material? Aus was wird das Auto bestehen? La voiture für die Material. Wie das eine Zusammensetzung aus Alu und Eisen? Vielleicht war es ein Mix mit Aluminium und Fer. Oder ist das Carbon? Ist es Carbon? Und so weiter. Etc. Als Phase 2 zum Beispiel überlegt man deuxième étape, par exemple, Material. On cherche à trouver le bon matériel. Und als drittes troisième étape. Man braucht Menschen dafür, ein Team, ein Projektleiter und ein technischer. Okay. Ja, eigentlich das in der Mitte in eines Team. Also ein Team gibt. Okay. Der Person von Arbeit. Also Team sollte eigentlich ganz oben sein. Aber wir sagen einfach, okay, wir zählen die Phasen aus. Und dann? Ja, okay. On a l'image. L'image du plan de la voiture dans les pensées. Skizze, Konzept. Ja, aber noch nicht eine Konstruktion, sondern wir bauen ein Prototyp. Es ist noch nicht das endgültige Format, sondern es ist so ein Versuchobjekt. So die Konstruktion, pas encore, mais on a d'abord fait un essai. Avant de finaliser votre projet. Also Prototyp hat man und dann? Montage geschieht, um den Prototyp zu erstellen. Also man würde sagen, testen. Wir können sie mal testen. Also, da haben wir Test. Da haben wir Test. Kann man sich vorstellen, dass jetzt, wenn man in einem Auto sitzt, dann merkt man schon, dass es gewisse Standards gibt. Et quand on est dans une voiture, on peut remarquer qu'il y a certains standards. Wenn man zum Beispiel das Lenkrad lässt, on va sortir, on laisse le volant. Und man dabei war, geradeaus zu fahren, dann fährt das Auto weiterhin geradeaus. Et tu vas voir si tu laisses le volant, la voiture continue à conduire tout droit. Einige Momente. Pour quelques moments, mais après, un peu des milliers. Et
wenn es regnet, kommt das Wasser rein. S'il pleut, on peut pas rentrer. Oder wenn ich fahre, wenn ich fahre, ich komme in ein Loch, bleibt das Rad am Auto oder geht sie weg? Ah, ou bien on va tester que si je, si y a un trou, est-ce que les pneus vont rester à la voiture ou est-ce qu'ils vont quitter la voiture? Wenn es sehr kalt ist, ou bien quand il fait très froid, geht doch mein Auto. Est-ce que ma voiture fonctionne? Wenn es sehr heiß ist, quand il fait très chaud, geht noch mein Auto. Est-ce que la voiture va toujours fonctionner? Alles das wird hier getestet. Tout cela va être testé là. Pour ausprobieren. On va le tester. Und wenn es, wenn es okay ist, dann geht man an der nächste Phase. Quand est satisfait, on continue. Was wird die nächste Phase? Die Produktion. Was produziert? Also, Produktion. Nachdem das okay, nachdem wir das okay haben von Ingenieur, von Qualitätsingenieur, können wir zur Produktion gehen. Produktion. Also da sehen wir, wir können an eine Auto denken, aber das Auto, wenn ich an ein Auto denke, es kommt nicht sofort, sondern ich muss verschiedene Schritte machen, damit ich das Auto bekomme. Genauso ist es in unserem Leben. Gott hat Pläne, Dieu a des plans in unsere Leben, dans notre vie. Aber diese Pläne, die geschehen nicht sofort. Et tous ces plans, ça ne passe pas tout d'un coup. Auf einmal. Ja. Und dieser Satz, was der Herr sagte. La phrase que l'Éternel a cité. An wen war sie gerichtet? Eigentlich. La cité cette phrase pour qui? Es war so, es an Gottes Kinder gerichtet. Gottes Kinder. Nein, ich rede von dem Text. Diesen Brief, was Jeremia geschrieben hat. Je parle du texte, le livre que, la lettre que Jeremia a écrit. An wen war es gerichtet? Je à qui là, on voit cette lettre. Israel. Es war Israel, als, bevor sie zu, nach Babylon gegangen sind. Also, Israel, à Babylon. Fast richtig. Das war zu den Kindern, zu den Israeliten, die nach Babylon deportiert worden sind. C'était écrit à des enfants d'Israël qui ont été déportés à Babylon. Und das war wie ein Gefängnis. C'était comme la prison. Stellen wir uns vor, es kommen Menschen, vous imaginez que les personnes qui rentrent mit Waffen, avec des, sont armés, und sagen, Deutschland ist gefallen, et dit que l'Allemagne est tombée. Jetzt müsst ihr alle nach Indien gehen. Et maintenant, vous êtes obligé de quitter et aller en Inde. Du weißt nicht, was in Indien ist. Normalement, d'habitude, tu ne penses pas, c'est comme moi, jamais. In Indien gibt es vielleicht keinen Winter. Bestimmt, es gibt keinen Winter. En Inde, il n'y a pas d'hiver. Es gibt keine. Was ist besonders hier? Keine Braten. Keine Lieder. Il n'y a pas de Lieder. Alles, was du hier machst, auf einmal gibt es nicht mehr. Là, tout d'un coup, il n'y a plus. Du bist fremd, gefangen, in étranger, tu es enfermé in ein fremden Land. Dans un pays étranger. Und dann kommt ein Brief. Après, tu reçois une lettre dans ce pays étranger-là. Ich weiß, die Gedanken, die ich über dein Leben habe. Et dans cette lettre, on te dit que je sais les pensées que j'ai pour toi. Ich werde dir Frieden. Je te donnerai la paix. Und nicht kein Unheil. Et non pas l'adversité. Ich werde dir Zukunft geben. Pour vous donner une fin telle que vous espérez. Und Hoffnung zu gewinnen. Also genauso, das sind Sachen, die, wenn wir in so einem Zustand sind,
dann möchten wir das hören. Et c'est vrai qu'on est dans cette situation de souffrance, on aime écouter ces genre de choses. Oder nicht. Ou bien. Aber die Frage ist, alors la question doit se poser. Sind diese Gedanken sofort angetroffen, angetreten? Est-ce que ces pensées sont réalisées tout d'un coup? Wie lange hat es gedauert, bevor es kommt? Ça a pris combien de temps pour que ça se réalise? Also, kann jemand Vers 10 lesen? Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 10? Amen. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das heißt, du, wenn du so einen Brief bekommst, dann fängst du an zu springen. Ja. Quand tu reçois ce genre de lettre, tu vas commencer à sauter. Meine Rettung ist nah. Ça veut dire, je suis sauvé là. Morgen ist es vorbei. Wenn demain la misère est passée, dann komme ich zurück nach Deutschland. Et je veux plus, le lendemain, je vais quitter l'Inde pour retourner à la Bible. Aber du hast vergessen, dass der Herr, mais tu as oublié que le Seigneur, eine Zeit festgelegt hat, damit es dass es kommt. Mais tu as oublié que le Seigneur a fixé un temps pour réaliser cette chose. Und in dem Fall ist es 70 Jahre. Et dans ce cas-là, c'est 70 ans. Wie lange lebt ein Mann? Et on se pose la question. Ungefähr. La vie de l'homme. 80, 70. Das heißt, wenn ein Kind, ein Baby, der ist geboren, nee, das ist kein gut, der kennt nicht, das, der würde Deutschland nicht kennen. Also sagen wir, ein Junge, 20, 19, der geht nach Indien, nach dem Krieg. Après la guerre, il part, il se pose quoi d'être. Dann bekommt er den Brief. Et il reçoit cette lettre. Der fängt sich an zu freuen. Il commence à se réjouir. Und nach 70 Jahren. Et après 90 ans. Wenn der noch lebt. S'il est bien fort. Dann ist er vielleicht 90. Peut-être il aura 90 ans. Was hat er während dieser 70 Jahren lang gesagt? Et qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces 70 ans? War überhaupt diese Prophezeiung von Gott? Was ist mieux, was posiert ist? Est-ce que cette prophétie vient vraiment de Dieu? Ist diese Jeremia ein Mann Gottes? Est-ce que Jérémie vraiment un homme de Dieu? Nee, das kam nicht von Gott. Non, je comprends pas que ça vient de Dieu. Das war falsch. C'est faux. Und dann verliert er die Hoffnung. Et après, il perd l'espoir. Und der wird sagen, okay, ich gehe nicht mehr nach Haus. Et was er dit, c'est fini, je ne veux plus rentrer à la maison. Ich nehme wahrscheinlich eine Frau hier. Sûrement, je vais épouser une Indienne. Heirate ich hier. Je vais marier. Zeug Kinder. Je vais avoir des emplois ici. Suche ich eine Arbeit. Je vais chercher un travail. Ich mache alles ganz normal. Et je peux continuer à vivre comme ça. Und genauso ist es in unserem Leben. C'est pareillement dans notre vie. In deinem Leben. Dans ta vie. Hat Gott Schritte, die du durchgehen musst. Dieu a préparé des étapes qu'on doit passer. Und dafür hat er eine Zeit festgelegt. Et pour cette étape, il a fixé son temps. Dass du es machst. Tu auras besoin pour arriver au but. Aber wenn du nicht verstanden hast, dass es Etappen, Phasen gibt, mais si tu n'as pas compris les étapes, dann wirst du sagen, Gott ist ein Lügner. Tu vas commencer à condamner, tu vas dire que Dieu est un menteur. Ich will nichts mehr von Gott hören. Je veux plus entendre parler de Dieu. Schau da, die Muslime. Regarde là, les autres, les musulmans, par exemple. Das ist gut, ich werde Muslim werden. Ah, je crois que ça c'est bien, je vais essayer là-bas. Und so gehst du jedes Jahr zu Mekka. Et c'est comme ça que chaque année tu vas aller à la Mecque. Heiratest du wie viele Frauen? Tu vas te marier avec plusieurs femmes. Weil du sowieso so viele Frauen haben wolltest. De toute façon, parce que tu voulais avoir beaucoup plusieurs femmes. Bist du aus dem Plan von Gott? Et là, tu sors du plan de Dieu. Die Frage ist, la question qu'on s'est posée. Warum hat Gott diese 70 Jahre gesetzt? Pourquoi Dieu a-t-il fixé ces 70 ans? War es nur Spaß? Parce qu'il n'a rien à faire, il va s'ennuyer. Pourquoi la raison?
Genau, also die 70, diese 70 Jahre waren zur Vorbereitung. Aber diese 70 Jahre sind nicht unbedingt. Quelles sont les phases qui pouvaient être l'étape que Dieu a pour vous? Phase vers le reste. Par exemple, la première étape. C'est la Bekehrung. La conversion. Erste phase, Bekehrung, Erlösung. La conversion, la délivrance, la repentance. La première phase, la première étape. Les étapes sont pas pareilles, ça peut varier par rapport aux personnes. Aber was wäre die letzte Phase? Mais quelle serait la dernière étape? Das ewige Leben, la vie éternelle, ewiges Leben, oder die neue Jerusalem. Ou bien la nouvelle Jérusalem. Zusammen haben, entre la conversion et la vie éternelle, wenn wir in Hebräer 12, 14, que chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, Vers 14. Das heißt, erstmal sind wir alle erlöst, wurden wir alle erlöst. Toutes les personnes qui ont passé par là vont d'abord être délivrées, première étape. Und dann werden wir alle in mein Leben soll sich Heiligung befinden. Et ceux qui ont là, vivre cette sanctification. Und die Frage, was kommen sollte, was ist überhaupt Heiligung? Et la question qu'on s'est posée, qu'est-ce que ça veut dire? Heiligung, la sanctification, morgen Abend, chaque fois. Was ist das? On entend parler de sanctification, mais c'est quoi? Au juste. Ohne der wird keiner den Herrn sehen. Das heißt, normalerweise sollten alle Finger gestreckt sein. Das heißt, normalerweise sollten alle Finger gestreckt sein. Das bedeutet, sich von Dingen zu trennen. Das heißt, die Sanctification bedeutet, sich separieren die Dinge, die Gott nicht. Die Tatsache, dass man sein Leben so richtet,
Gott damit wohlgefällig. C'est-à-dire, on doit. Das heißt, man beachtet seine Gebote. On doit observer la volonté de Dieu, on doit respecter ses commandements. Und versucht nach seinem Willen zu leben. Et je t'en trouve personne, vive selon sa volonté. Zu schauen, dass das, was wir machen, tu voir, tout ce que tu fais, wird auch entspricht in unser Leben. Und wir haben Leben für ihn. Et ça se passe selon la volonté de Dieu, parce que tu vis pour Dieu, pas pour nous. Das, was der Bruder gesagt hat, ist dann die Heiligung, die jeder selbst, wo jeder selbst einen Fortschritt macht. Und Heiligung kommt von Gott auch. Es ist einfach, wenn Gott uns sauber macht und uns reinigt von gewissen alten Dingen. La sanctification telle que le frère a parlé, c'est que tout le monde a perdu ses forces, mais Dieu se sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous sépare carrément des choses. Aber indem er sagt, sucht oder trachtet danach, das heißt, es ist etwas, was wir selber einbringen oder bringen sollen. Mais comme nous a dit, on doit rechercher, ça veut dire que nous-mêmes, on doit faire l'effort pour se sanctifier. La sanctification, pour moi, c'est rendre un culte à Dieu avec son corps. Lui étant agréable, être une odeur de bon parfum. Amen. Comme énorme marché avec Dieu, à son médaille. Zusammengefasst, die Heiligung ist sich einfach Gott, wie sagt man, hingeben, zu konsacrer à Dieu. Sich Gott hingeben. Sich Gott offrir complètement à Dieu. Sich Gott ganz hingeben. Das ist die Heiligung. Und indem ich das mache, werde ich mich automatisch von den Sachen dieser Welt trennen. Et quand je le fais, je me sépare automatiquement des choses de ce monde. Denn die Liebe von der Welt ist Feindschaft mit Gott. Car l'amour du monde, c'est une truc avec, avec Dieu. Meine Meinung nach. Comment penser, je crois que c'est comme ça. Aber wirst du sagen, das Wort sagt. Mais tu vas dire que la parole dit. Mein Vater sagt. Mon Père dit. Mein Gott sagt. Mon Dieu dit. Jesus sagt. Jésus dit. So ist es in der Heiligung. C'est comme ça qu'on doit parler dans la paroisse, dans la situation. Und warum sollen wir uns heiligen? Et pourquoi d'abord on doit se sanctifier? Wir sind doch sauber. Wir waschen uns jeden Tag. On se lave chaque jour. Hoffentlich. J'espère. Warum sollen wir uns heiligen? Pourquoi on doit se sanctifier? On doit se sanctifier parce que le péché sent. Excusez-moi. Parce que un jour, dans une vision, Dieu me montrait le péché, ça pue et notre Dieu est saint. Il ne peut pas accepter quelque chose qui pue ou salit son temple, ou salit le ciel. Donc il nous veut saint car il est saint. Il veut que nous soyons saints. Wir sollen uns waschen, weil die Sünde stinkt. Und eines Tages habe ich eine Vision gehabt diesbezüglich, die eben gezeigt hat, dass man nicht stinkend vor Gott kommen kann. Ich wollte auch noch was sagen, vielleicht dazu. Und zwar durch die Erbsünde, durch Adam und Eva, ist die Sünde so entstanden, kann man sagen, und so lebt sie in uns. Und Gott will uns davon befreien, mit der Erbsünde. Das ist Mord, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Hass, Ehebruch und all das will uns damit freimachen, durch das zweite Gnadengebot. Nehmen wir Galat, Kapitel 5. On parle de Galates 5.
Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchtelei, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Amen. Amen. Also da sehen wir, dass unser Fleisch hat Frucht, bringt Früchte aus. Und sie gefallen Gott nicht. Deswegen sollen wir uns einigen. Weil er sagt, wegen dieser Sachen, also die Leute, die das haben, die werden nicht ins neue Jerusalem reinkommen. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich zornig bin, kann ich nicht zu Gott kommen. Ich muss à Dieu. Mich jeden Tag reinigen. So, chaque jour, je dois me sanctifier. Ich muss jeden Tag beten. Je dois chaque jour prier. Gott, hilf mir. Dieu, aide-moi. Dass ich nicht mehr zornig bin. Que la colère me quitte. Dass, wenn ich stehlen mag. Si je vole. Hilf mir, nicht mehr zu stehlen. Aide-moi, que j'arrête le vol. Und wenn ich so bete. Et quand je prie de telle manière. Ich kann Gnade haben, dass es einfach weggeht. Je peux avoir la grâce que ça disparaît. Aber so viel ich weiß, comme je sais, es geht nicht weg, sondern ich komme immer in Situationen, ça part pas, mais je vais retrouver toujours dans les situations, wo ich selber auswählen muss. Là où moi-même je dois choisir. Will ich stellen? Est-ce que je vais voler? Oder nicht stellen? Ou bien je ne vais pas voler. Denn Gott sagt, parce que Dieu dit, ich habe pour euch zwei Wege gelegt. J'ai dressé devant vous deux chemins. Den Pfad des Lebens, le chemin de la vie, und der Pfad des Todes, et le chemin de la mort. Aber, mais, wer das Leben, toi choisis la mort. Das heißt, der hat mir schon alles gegeben. Der hat mir schon die Macht gegeben. Il m'a tout, il a tout donné, il a donné le pouvoir. Durch das Gebet bekomme ich wirklich diese Macht, es nicht mehr zu machen. Et donc, par la prière, je reçois ce pouvoir-là de ne plus pratiquer ce genre de choses. Jetzt, in dieser Situation muss ich selber auswählen. Mais dans cette situation, moi-même, je dois choisir. Ein Raucher. Par exemple, quand tu fumes. Der merkt, das Rauchen bringt dir nichts. Et qui remarque que la cigarette, ça me sert à rien. Ich muss es nicht mehr machen. Je dois plus le faire. Et bete dafür. Qui prie pour cela. Ja, aber Gott wird nicht kommen und die Zigarette aus seinem Mund wegmachen. Mais Dieu va venir et l'arracher la cigarette de sa bouche. Non. Der wird nicht machen, dass der Feuerzeug nicht mehr läuft. Il va pas faire que le briquet ne fonctionne plus. Der muss selber entscheiden, ich will nicht mehr rauchen. La personne elle-même doit décider que je ne veux plus fumer. Also, wegen Galater Kapitel 5, Vers 17, 19 bis 21, sehen wir, dass wir können nicht zu Gott gehen. Ça veut dire dans Galater, on voit qu'on ne peut pas aller envers Dieu. Deswegen, Gott will, dass wir uns heiligen. Das ist eine Chose, c'est pour ça que Dieu veut qu'on se sanctifie. Und die meisten, also die Phasen,
et les phases, il y avait des étapes. Qu'on a pu voir ici. Ah, ça veut dire, il y a aussi des tests, nous aussi, il y a aussi des tests. On a aussi testé, est-ce que ça fonctionne? Et de la même manière que le Seigneur va aussi nous tester. Deswegen konnte David sagen, c'est pour ça que David pouvait dire sonde-moi et prouve-moi. Durchleuchte mich und überprüfe mich. Regarde sur quel droit je suis. Und siehe, ob ein Weg bei mir ist, der falsch ist. Et conduis-moi sur la voie de la vérité. Und führe mich auf den Weg der Wahrheit. Das heißt, ça veut dire, Gott wird uns immer in uns durch, der wird uns immer uns durchleuchten. C'est Dieu qui nous éclaire. Und uns zeigen, was nicht in Ordnung ist. Pour nous montrer les choses qui ne sont pas bien. Ich weiß selber, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Moi-même dans ma vie, je connais les choses que je fais qui ne sont pas bien devant Dieu. Und du weißt es. Et toi aussi, tu le sais. Wenn du den Heiligen Geist hast, der wird dir sagen, das ist nicht in Ordnung. Si tu as réellement cet esprit, il va te montrer, il va te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Der wird dir sagen, das ist nicht okay. Ich bin damit nicht einverstanden. Il va te dire clairement que je suis pas content avec ce que tu fais. Jetzt liegt es an dir, es in Ordnung zu bringen. Mais là, ça dépend de toi de réparer ces choses. Oder zu sagen, ich habe noch Zeit. Ou bien tu te dis que non, j'ai encore le temps, je suis trop jeune. Morgen. Demain. Übermorgen. Après demain. Werde ich das machen. Je vais le faire. Wenn ich Lust habe. Quand j'aurai envie. Wenn ich fröhlich bin. Ah, le jour où je serai heureux. Wenn ich laufe und dann ce Mädchen mich anschaut, dann werde ich das machen. Quand je cours, la fille va me regarder, c'est ce jour-là que je vais le faire. Aber du weißt nicht, wann der Herr zurückkommt. Et toi, tu connais pas le jour où je vais revenir. Du weißt nicht, ob morgen du noch leben wirst. Je ne sais même pas si demain tu vivras. Es ist heute, dass wir es machen. C'est aujourd'hui qu'on peut réparer ces choses. Also genauso wie der Herr 70 Jahre gegeben hatte. Bitte? Genauso wie der Herr 70 Jahre gegeben hatte. La même manière comme le Seigneur avait donné 70 ans. Hat er uns, zu jeder von uns hat er seine Zeit gegeben. À chacun de nous, nous a donné aussi un temps. Vielleicht. Peut-être. Ist es 70 für mich. Vielleicht ist es 70 ans pour moi. Vielleicht ist es 90 für dich. Vielleicht ist es 90 ans pour toi. Oder 50. Oder 50 ans. Keiner weiß es. Personne ne sait. Wir sollten, wie sagt man, nicht pokern. On ne doit pas essayer de savoir. Und sagen, bestimmt, Gott hat mir 120 Jahre gegeben, weil das Wort sagt, je ne peux pas commencer à dire, bien, il dit, non, moi je crois que Dieu m'a donné 50 ans. Weil, 120 ans. 120 Jahre. Weil das Wort sagt, ich werde meinen Geist zurücknehmen und der Mensch wird nur 120 Jahre leben. Parce que la parole dit que je veux enlever mon esprit, l'homme va seulement vivre 120 ans. Und Gott ist nicht ein Lügner. Et Dieu n'est pas un menteur. Was er sagt, stimmt. C'est qu'il dit, c'est vrai. Dann hat er mir 120 Jahre gegeben. Ça veut dire qu'il m'a donné 120 ans. Dann habe ich noch Zeit. Alors, j'ai encore du temps. Ich kann noch in Sünde leben. Ça veut dire que je peux encore vivre quelques années dans le péché. Und bevor er kommt oder bevor ich sterbe, et avant qu'il revienne, ben ich alles in je veux réparer à la dernière minute. Bestimmt. Ah, ça c'est sûr. Sein Wort ist wahr. Parce que sa parole est vraie. Aber ich sag dir, et moi je te dis aujourd'hui, du wirst überrascht sein. Tu vas être surpris. Il wird dir ein Dieb kommen. Va venir comme un voleur. Wo du nicht wartest. Tu t'attendais même pas. Und da wirst du nur, wie sagt man, du wirst nur Tränen haben. Et ce jour-là, tu vas pleurer. Es wird zu spät sein. Mais ça va être trop tard. Deswegen heute. C'est pour cela aujourd'hui. Was er uns sagt. Ce qu'il nous dit. Sollen wir ernst nehmen. On doit les prendre au sérieux et à cœur. Hast du nicht vergeben? Si tu n'as pas pardonné. Sollst du es jetzt tun? C'est maintenant que tu dois le faire. Sollst du jetzt tun? Tu dois le faire aujourd'hui. Weil du weißt es, du weißt nicht, was kommt. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Wenn du rauskommst. Quand tu vas sortir de cette salle, weißt du, tu ne le sais pas. Wenn wir zu dieser Jerusalem gehen wollen, si on veut réellement arriver à la Jérusalem céleste, machen wir alles unsere Mögliche, um reinzukommen. On doit réellement s'efforcer pour
rentrer dans cette chose-là. Das sind die Projekte von Gott. C'est ça les projets de Dieu. Gott ist nicht gekommen, damit ich schöne Schuhe trage. Dieu n'est pas venu sur terre pour que tu puisses porter des belles chaussures. Vielleicht in Afrika waren alle meine Hosen durchlocht. Peut-être en Afrique, tous mes pantalons étaient troués. Jetzt habe ich schöne Hosen. Maintenant j'ai des beaux pantalons. Hemden. Chemise. Ich bin angekommen. Ouais, maintenant je suis arrivé. Ich habe meinen Traum, J'ai réalisé mes rêves. Gott hat sein Projekt pour moi. Dieu a donné ses projets qu'il avait pour moi. Kann man so sagen? On peut se dire comme ça. Ja. Gott ist dafür nicht gekommen. Mais Dieu n'est pas venu pour ça. Wir nennen ihn der Gott der Ewigkeit. On appelle le Dieu de l'éternité. Und genau so sind seine Pläne für uns. Et ses plans sont aussi éternels pour nous. Für die Ewigkeit. Pour l'éternité. Für die Ewigkeit. Pour l'éternité. Aber wir müssen auch wissen, es gibt zwei Ewigkeiten. Il y a deux éternités. Eine Ewigkeit im Feuersee. Il y a l'éternité dans le feu. Mit Schmerzen. Avec des souffrances. Oder eine Ewigkeit mit Gott. Ou bien l'éternité avec Dieu. Keine Rechnungen mehr. Il n'y aura plus de factures. Keine Mahnungen mehr. Keine Visa mehr. Il n'y aura plus de Visa. Jetzt habe ich keine Angst mehr, dass man mich draußen wird. Non, j'ai plus peur qu'on me vire de la maison. Ich muss nicht mehr arbeiten. Je n'ai plus travaillé comme on travaille ici. Die einzige Arbeit wird Gott zu loben. Mon seul travail maintenant est de louer Dieu. Gott zu seine Schönheit zu bewundern. Amen. Das wird mein Arbeit sein. Oui, c'est ça mon travail. Und wir haben gesungen, jede Knie wird sich vor Gott beugen. Et on a chanté vor Jesus beugen. Fléchira devant Jésus. Das heißt, ça veut dire, wenn du im Feuersee bist, si tu es dans la queue de feu, du willst auch deine Knie haben oder nicht, tu vas toujours avoir gardé tes genoux là, dann wirst du dich in so Feuersee vor Jesus beugen. Tu vas te mettre à genoux dans ce lac de feu là devant Jésus. Also liebe in den neuen Jerusalem zu sein, sich dort zu beugen. De m'incliner dans la nouvelle Jérusalem devant Jésus. Wir haben die Wahl. On a le choix. Wir haben noch die Wahl. On a encore le choix. Wir leben noch. On vit encore. Wie lange? Combien de temps? Das weiß nur Gott. C'est ça qu'on sait pas, c'est mon Dieu qui connaît le temps. Also wir will uns diese neue Jerusalem haben und der macht wirklich alles möglich, dass wir gerettet werden. Ça veut dire, il veut nous avoir dans la nouvelle Jérusalem et il fait tout pour que nous soyons sauvés. Wenn er das nicht wollte, s'il ne voulait pas, dann werde ich nicht vor euch heute. Ça veut dire que moi, je ne vais pas me présenter aujourd'hui devant vous. Dann werden sie, werdet ihr nicht hier. Ça veut dire que vous, si vous n'allez pas être ici aujourd'hui, wenn du da bist, si tu es ici aujourd'hui, musst du wissen, tu dois le savoir, que Dieu a un plan avec toi. Jetzt. Tu souffres peut-être maintenant. Du hast Problem. Tu as des problèmes. Du suchst eine Lösung. Tu cherches une solution. Aber wenn du die Lösung hast, was willst du jetzt machen? Mais quand tu auras la solution, qu'est-ce que tu vas faire? Willst du noch Gott suchen? Est-ce que tu vas encore chercher Dieu? Wir haben die 10 Aussätzige gesehen. On a vu les 10 lépreux. Die wurden alle geheilt. Tous les 10 ont été guéris. Die 9 sind weitergewandelt. Les 9 sont partis. Nur ein. Une seule personne est retournée. Und diese eine, das war ein, wie kann man sagen, ein Ausländer. Et la personne qui retournait, c'était un étranger en plus. Ja, der war ein Samariter. Un Samaritain. Und die Juden, die hassen normalerweise die Samariter. Et les Juifs, normalement, ils n'aimaient pas les Samaritains. Weil als sie, ils aimaient pas, als sie deportiert worden sind. Parce que quand ils ont été déportés, sind diese fremden Samariter ins Land gekommen. Quand ils ont été déportés dans leur pays, les Samaritains ont récupéré leur pays. Als sie zurückkamen, haben sie die Samariter gesehen. Et quand ils sont retournés, ils ont rapporté les Samaritains dans leur pays. Diese Leute, die nichts von Gott verstehen. Et les personnes qui comprennent rien de Dieu. Diese Leute, die Sünder sind. Les personnes qui sont des pécheurs. Also das war wirklich Hass zwischen Juden und Samaritern. Donc à ce temps-là, il y avait vraiment la haine entre les Juifs et les Samaritains. Das muss man im Hinterkopf haben, um zu verstehen, wie gravierend war es, dass nur die Samariter zurückkamen. On doit connaître ces choses pour comprendre que c'était vraiment terrible que seulement les Samaritains qui retournaient pour
à Jésus. Wir hören Samariter, aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Souvent, on entend ce mot Samariter, mais on ne sait pas ce qui est derrière. Deswegen ist es auch, ist der gute Samariter, es ist auch wirklich groß, was gemacht hat. Hat seinen Feind geheilt. C'est pour ça que le mot Samariter est vraiment terrible, parce qu'il a aidé son ennemi. Das müssen wir müssen uns wirklich überlegen, was ist, was will ich mit Gott erreichen? On doit vraiment réfléchir. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec Dieu? Gott will etwas mit uns machen. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Mit dir. Avec toi. Aber du, was willst du mit Gott machen? Mit toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Es ist nicht nur in eine Richtung. C'est pas seulement dans une direction. Also der streckt dir die Hand. Weil ich dir dann mache. Ich habe das vor für dich. J'ai un projet pour toi. Aber du, was hast du vor mit mir? Et maintenant toi, qu'est-ce que tu as? Quel projet tu as avec moi? Willst du wie dieser Mann, der Der Mann hat sich ein Lager gebaut, um Nahrung aufzubewahren. Genau, es gab einen Mann, der sah, seine Ernte war so groß und es gab kaum Platz in seinem. La Bible, la récolte était grande et la Bible, il n'y avait pas de place pour les garder. Es gab keinen Platz mehr in seinem Lager. Dann, was hat er sich überlegt? Et qu'est-ce qu'il a pensé? Ich werde diese Lager abreißen. Je veux couper mes lieux des trucs au niveau. Dann werde ich größere bauen. Pour agrandir. Das war sein Plan. Der war froh. Et lui, ça, son plan, il était heureux. Ich werde reich sein. Je veux être riche. Wenn es 100 Leute gibt, habe ich kein Problem. Quand il y a la famille, moi, je n'ai pas de problème. Ich werde sogar reich werden, weil ich habe gehört, Josef hat verkauft. Et je veux même être riche parce que je veux vendre. Ja, dann habe ich Geld dazu. Et je veux l'argent. Aber in der Nacht. Mais la nuit. Ist er gestorben? Er ist tot. Und Gott sagt, na. Et Dieu lui dit, est censé. Na. Est censé. Was willst du jetzt machen? Que veux-tu faire maintenant? Was willst du jetzt machen? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Du bist jetzt tot. Parce que maintenant tu es mort. Du kannst alles in dieser Welt gewinnen. Tu peux tout gagner dans ce monde. Alles. Tout. Aber das wird nie deine Seele. Du wirst damit nicht kommen und vor Gott sagen, hey Gott. Et tu vas pas venir avec ça devant Dieu. Schau, das habe ich gewonnen. Regarde, ça kaufe ich meine Seele ab. Comment je peux acheter mon âme avec ça? Damit kaufe ich meine Seele ab. C'est avec ça que je vais acheter mon âme. Nein. Auch wenn man alle Reichtümer von dieser Welt, même si tu as tous les richesses de ce monde, même si tu les mets ensemble, das würde deine Seele nicht kaufen können. Ça, tu peux pas racheter ton âme avec ça. Das zeigt dir, wie kostbar du bist. Ça nous demande comment tu es grand devant Dieu. Wie kostbar du bist. Tu es spécial devant Dieu. Stell dir vor, alle diese Mercedes, die draußen fahren. Imagine toi avec tous ces Mercedes qui roulent dehors. Du hast mehr Wert als tu as plus de valeur que tous les Mercedes et les Porsche ensemble, tout ça. Alle diese Häuser. Toutes les maisons. Bist du noch mehr wert. Plus de valeur que ça. Leute, die Flugzeuge wollen. Les gens qui veulent avoir des jets privés. Du bist noch mehr wert als das. Tu as plus de valeur que ça. Kannst du dir das vorstellen? Imagine-toi un peu. So kostbar bist du. Tu es vraiment spécial pour Dieu. Und warum willst du jetzt diese von dieser Welt gewinnen? Mais pourquoi maintenant tu veux chercher les choses matérielles et les gagner? Warum willst du das gewinnen? Pourquoi tu veux avoir ces choses? Damit kannst du deine Seele nicht erkaufen. Avec ça, tu ne peux pas racheter ton âme. Du sollst lieber Projekt machen. Dein Projekt soll heißen die neue Jerusalem. Ton projet doit être la nouvelle Jérusalem. Ich liebe sie, ich will hin. Je l'aime et je veux y aller. Da will ich hin. C'est là que je veux y aller. Das soll unser Projekt sein. C'est ça qui doit être notre projet. Was nützt es dir, dass du die Sache, die du suchst, gewinnst? Heirat. Ça sert à quoi d'avoir les mariages, par exemple?
Kinder, les enfants, Arbeit, le travail, Visa, le visa, was noch? Häuser, les maisons, Auto, les voitures. Und du gehst in die Hölle. Et à la fin, tu pars en enfer. Was wird es denn nützen? Ça te sert à quoi? Ça sert à quoi? Es ist nicht verboten, die nötige Sache zu suchen. C'est pas interdit d'avoir le nécessaire. C'est pas interdit. Aber ich sag, mais je te dis, du sollst, tu dois, dein Hauptprojekt nicht vernachlässigen. Ton projet, tu dois pas le négliger. Ich will ins neue Jerusalem gehen. Que je veux arriver là-bas. Koste, was es wolle. Que ça coûte, même si ça coûte ma vie. Auch wenn ich alleine bleibe. Même si je suis seul. Wenn keiner mich mehr mag. Même si tout le monde va m'aimer. Ich werde allein bleiben. Je vais être seul. Willst du die Freundschaft von Leuten? Veux-tu avoir la camaraderie des gens? Willst du hier bleiben? Tu vas rester. Such lieber die Freundschaft mit Gott. Amen. Cherche l'amitié avec Dieu. Amen. Such die Freundschaft mit Gott. Amen. Cherche l'amitié avec Dieu. Such die Intimität mit Gott. Cherche l'intimité avec Dieu. Wir haben gesagt, wir sollen vor ihm schreien, hat mein Bruder gesagt. On a dit qu'on doit crier devant Dieu, ou bien à Yahweh. Wir gehen in unsere Zimmer, zu Hause. On doit aller dans notre chambre, à la maison. Schreien wir zu ihm. Et on va crier à Dieu. Gott, hilf mir. Dieu, aide-moi. Hilf mir. Aide-moi. Ich will ins neue Jérusalem. Je veux arriver dans la nouvelle Jérusalem. Wenn Gott dir nicht hilft, si Dieu ne t'aide pas, das wirst du nicht schaffen. Tu ne sauras pas arriver là-bas. Das wirst du nicht schaffen. Tu ne sauras pas arriver. Wenn du stehst, si es ist nicht durch deine Kraft. Okay, c'est pas par ta force. Es ist nicht durch deine Kraft, dass du dich heiligst. C'est pas par ta force que tu te sanctifies. Der Vater des Lichtes. C'est le Père de la Lumière. Gibt dir alles Gute. Qui te donne toutes bonnes choses. Alles Gute. Toutes les bonnes choses. Du hast kein Recht. Tu n'as pas le droit. Die andere als minderwertig anzugucken. Tu n'as pas le droit de minimiser, mais de regarder les autres. Du hast kein Recht zu denken, dass du besser als die andere bist. Tu n'as pas le droit de penser que tu es plus que les autres. Alles, was du hast, tout ce que tu as, hast du von Gott empfangen. Du reçu de Dieu. Kannst du mir zeigen, was du selber empfangen hast? Alles, du, komm von Gott. Viens de Dieu. Komm von deinem Vater. Viens de ton Père. Deswegen sollst du ihn lieben. C'est pour ça que tu dois l'aimer. Preisen. Le louer. Loben. Adorer. Alles, was atmet. Tout ce que tu respires, va louer Yahweh. Alles. Alles. Du. Atmest du? Atmest du oder bist du tot? Est-ce que tu respires mais tu es mort? Dann sollst du Gott loben. Si tu es vivant, tu dois l'adorer. Sollst du Gott preisen? Tu dois l'adorer. Er hat nicht gesagt, alles was fröhlich ist. Il a pas dit que toutes les personnes qui sont joyeuses, non. Alles was Gott Geld hat. Il a pas dit toute personne qui a l'argent, non. Nein, alles was atmet. Il a dit tout ce qui respire. Wenn du denkst, du atmest. Si tu sais que tu respires, solltest du Gott lieben. Tu dois adorer Jésus. Seul Jésus est mort. Seul lui peut te sauver. Aucune personne peut te sauver. Aucune personne sur terre. Kein Minister, kein Dienst kann dich retten. Aucun ministère peut te sauver. Warum suchst du immer die? Pourquoi tu cherches toujours les ministères? Warum suchst du immer nach David? Heute bist du da. Aujourd'hui tu es là. Morgen bist du dort. Là-bas, demain tu pars de l'autre côté. Glaubst du, sie werden dich retten? Tu crois que ces personnes vont te sauver? Die Wahrheit wird dich retten. C'est la vérité qui va te sauver. Die Liebe der Wahrheit will dich retten. L'amour de la vérité qui va te sauver. Wenn du das nicht magst, si tu l'aimes pas, dann bist du verloren. Là tu es perdu. Dann bist du verloren. Tu es perdu. Wir sollen zu Gott beten. On doit prier à Dieu. Dass er uns die Liebe der Wahrheit gibt. Qui nous donne l'amour de la vérité. Die Liebe der Wahrheit. L'amour de la vérité. Man wird dir sagen, was du machst, ist nicht richtig. On va te dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Was du machst, ist falsch. Ce que tu fais, c'est faux. Ein Mann Gottes soll sowas nicht machen. Un homme de Dieu ne doit pas faire telle chose. Frau Gottes soll es nicht machen. Une femme de Dieu ne doit pas faire telle chose. Was willst du sagen? Et qu'est-ce que toi tu vas dire? Wer bist du, das zu sagen? Toi, tu es qui pour me dire ça? Du bist gestern gekommen, zu glauben gekommen und du wolltest sowas sagen. Tu viens de me dire ça hier et maintenant tu veux me parler?
Wahrheit zu entgegen. On doit aimer la vérité. Erkenne ich, dass ich falsch liege. Est-ce que je reconnais que je suis faux? Dann muss ich mich demütigen. Là, je dois me mouiller. Nicht sagen, was so wie viel Jahre ich bin, ich schon da bin. Faut pas dire, non, tu connais combien de temps j'ai déjà dans le ministère? Wegen solcher Sachen gehen wir verloren. Aufgrund der Schuss, tu vas périr. Die Liebe der Wahrheit. L'amour de la vérité. Die Liebe der Wahrheit. L'amour de la vérité. Paulus konnte sagen zu Timotheus. Paul pouvait dire à Timothée. Bewahre den le bon dépôt. Bewahre das gut. Garde le bon dépôt. Bewahre das gut. Par le Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist. Dieu est tellement grand. Gott ist so groß. Il est tellement bon. Ist so gut. Il est tellement saint. Ist so heilig. Und möchte den ersten Platz einnehmen. In allen Bereichen unseres Lebens. Voilà pourquoi, und deswegen, même pour garder le bon dépôt, auch um den guten Schatz zu bewahren, nous avons aussi besoin de lui. Brauchen wir ihn. Nous avons besoin de Dieu, wir brauchen Gott. Dans tous les domaines de notre vie. In allen Bereichen unseres Lebens. Il n'y a pas une partie de ta vie où tu n'as pas besoin de Dieu. Es soll kein Bereich in deinem Leben geben, den du Gott feindest. Tu ne peux pas te lever et dire que non, ça me regarde. Es gibt keinen Bereich, von dem du sagen kannst, das betrifft nur mich. Tout ce que tu fais. Sondern alles. Tout ce alles, que tu fais. Was du tust. Tout ce que tu décides. Alles, was du wünschst. Ça concerne Dieu. Betrifft auch Gott. Parce que tu ne t'appartiens pas. Du gehörst dir nicht selbst. Tu n'es pas libre. Du bist nicht frei. Tu appartiens à Dieu. Du gehörst Gott. Tu appartiens à Yahvé. Du gehörst Yahvé. Tu es l'esclave de Yahvé. Du bist der Diener Yahvé. Tu appartiens à Yahvé. Du gehörst Gott. Nous devons le savoir. Wir müssen das wissen. Nous devons le savoir. Wir müssen das wissen. Nous lui appartenons. Wir gehören ihm. Ne mente pas. Wir sollen uns nicht belügen. Du sollst dich nicht irren. Du gehörst Jesus. Du gehörst Jesus. Und wenn du es bis zum Ende verfolgst, wenn du treu bleibst bis zum Ende, wird dein Name im Buch des Lebens bleiben. Möchtest du, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Reste fidèle. Dann bleib treu. Gehören wir ihm. Tous les jours. Alle Tage. Tous les jours. Jeden Tag. Pas seulement 30 jours. Nicht nur 30 Tage. Et puis un jour, c'est pour moi. Und ein Tag gehört dir dann selbst. Non, Seigneur, c'est pour nein, Herr, auch der gehört dir. J'ai déjà trop fait. Ich habe schon so viel alleine gemacht. Ça, c'est pour moi. Das war für mich. Tout appartient à Jésus. Sondern alles gehört Jesus. Tout ce que nous sommes. Alles, was wir sind. Tout ce que nous produisons. Alles, was wir produzieren. Appartient à Jésus. Gehört Jesus. Tes enfants. Deine Kinder. Sont à Jésus. Gehören Jesus. Si tu ne le savais pas. Wenn du das bis jetzt nicht gewusst hast. Maintenant tu sais. Jetzt weißt du es. Wenn jemand kommt und deine Kinder holen möchte, sagst du ihm, die gehören Jesus. Deine Finanzen gehören Jesus. Wenn du Löcher in den Taschen hast, alles, was du gewinnst, das gehört dir. Alles, was du gewinnst, alles, was reinkommt, geht auch wieder raus. Wenn du nichts siehst, proklamiere, meine Finanzen gehören Jesus. Tout ce que tu es, toi, tout ce que tu es.
deines Lebens. Gehören Jesus. Gehören Jesus. Deswegen darfst du dir keine Sorgen machen. Und deswegen musst du dich freuen, weil am Kreuz hat Jesus alles vollbracht für dich. Alles ist vollbracht für dich. Alles ist vollbracht. Glaub nur. Glaube nur. Glaub nur. Das ist das Wort Gottes.